Und da sind wir wieder am Karpfensee und heute mal wieder auf Barbe. Denn die Barbe soll sich da oben knapp hinter den Seerosen, hinter dem Geschlonze, da soll sie sich aufhalten und zurzeit sehr gut auf Tauwurm, Käse und Krebsschwanz beißen. Probieren wir mal aus. Also, ich bin hier auf 44,50, habe meine Routen schon präpariert, geklippt auf 23 Meter. Ich gehe mal einen Meter näher dran ans Wasser. 23 Meter und baller die Routen hier jetzt mal ins Wasser. Ich komme quasi gerade direkt aus dem Livestream. Und da hieß es dann gerade eben noch, oh Alter, geh doch mal zum Puff. Wir waren gerade auf Barben und die Barben sollen dann gehen und wir haben Barben gefangen. Wie, Barben? Barben! Und weil mir immer noch meine Trophy-Barbe fehlt, bin ich gerade instant losgezogen und hab, ja, meine ersten Barben hier gefangen. Allerdings sind wir gerade hier angekommen. Also vor einer knappen Stunde, als es deutlich verregneter war und ein bisschen kühler noch. Und da sind dann gerade hier die ersten Fische gegangen. Barben, Goldschlein, ein paar Lederkarpfen. Ja, ein, zwei Amure. Das sind so die wichtigsten Fische, die auch ständig und immer wieder anbeißen. Gerade auch diese untermaßigen Lederkarpfen, die beißen ganz gerne. Beziehungsweise auch mal die Schläfergrundel, die man natürlich gar nicht haben will. Aber was macht man? Oder da macht man ja auch nicht viel dagegen, wenn man hier mit dem Tauwurm unterwegs ist, passiert das nun mal. Ich habe die Hakengröße geändert. Ich bin vorher mit einem Viererhaken hier unterwegs gewesen. Habe jetzt hier einen Einserhaken genommen. Hab den Tauwurm dran, eine ganz normale Standard-Barbenmische, ein kleines Futterkörbchen, 18er Schnur, auch da mit 350 Metern drauf, beziehungsweise 255 Meter auf der Rolle, sollte auch hier funktionieren, auch ohne, dass man dann, wenn mal was ganz Großes dran geht, hart ins Schwitzen kommt. Auch das wird wohl irgendwie funktionieren. Ja, und dann, wie gesagt, mit 23 Metern. So, ich ziehe mal ein bisschen stramm. Einfach hier knapp an diese Kante werfen, in diesem etwas tieferen Bereich. Und abwarten und gucken, was geht. Das Schöne bei den Barben ist einfach, dass die so verdammt gut Silber bringen. Wenn man sich das mal anschaut, dass so eine kleine Barbe von gerade mal 4 Kilo schon 20 Silber bringt, oder dann diese kleineren hier mit bei 16, 17 Silber, 14 Silber, das ist einfach super. Das ist einfach top. Aber auch hier oben die Goldschleie, echt gut, echt gut. Barben und Goldschleien, die will man hier haben, die will man fangen, das ist top. Dann gucken wir mal, was jetzt geht. Jetzt haben wir gerade 17 Uhr Ingame-Zeit. Schauen wir mal, ob hier was geht. Es wird langsam ein bisschen bewölkter. Und ich bin gespannt, ob jetzt wirklich nur bei Regenwetter die Barben beißen. Oder ob das jetzt bei Sonnenschein auch noch irgendwie geht. Es war deutlich weniger. Auch hier aus der Ingame-Community waren viele, viele Barben dabei, allerdings hauptsächlich, als es geregnet hat. Und den ganzen Tag über jetzt, gerade wo die Sonne geschienen hat, da war eigentlich kaum eine Barbe zu sehen. Warten wir mal ab, gucken wir mal, was jetzt hier gleich noch so beißt. Na? Oh, der hat sogar ein bisschen Gewicht hier. Was haben wir denn da dran? Tauwurm. Es waren mehrere Amure schon am Tauwurm. Und da haben wir auch wieder einen, oder? Nee, Schuppi.
Schuppenkarpfen mit 6 Kilo auf dem Tauwurm. Tja, Tauwurm, Käse und Krebsschwanz. Krebsschwanz als Goldköder nutze ich ja normalerweise noch nicht. Ich habe ihn jetzt gerade mal hier drauf gemacht. Wenn da allerdings gleich irgendetwas drauf anbeißt, werde ich ihn nicht nochmal verwenden. Einfach nur in der Hoffnung, die Trophy-Barbe zu bekommen. Die lang ersehnte. Krebsschwanz nutze ich erst dann, wenn ich bei meiner Köderbeschaffung, wenn ich da den Krebsschwanz freigeschaltet habe, da werde ich die dann auch verwenden. Es ist mittlerweile Abend geworden und jetzt sieht es so gerade aus, dass hier in der Mitte, ja, auf dem Käse was beißt. Was haben wir denn da? Vielleicht mal die erste, ne, jetzt nochmal einen Döbel. Aber es ist wirklich eine mächtige Flaute. Wie auch schon in den letzten Tagen nach der ersten Stunde hier. Schlagartig Flaute. Ja, ich werde nochmal weiter angeln und auf das Regenwetter warten. Da habe ich, wie gesagt, meine ersten Barben gefangen. Dies nur ein ganz kurzes Video, einfach nur zur Information. Hier der Spot sollte funktionieren, beziehungsweise er funktioniert. Der Kescher zeigt, alles klar, der Fisch ist da. Auch tatsächlich in ganz vernünftiger Menge. Auch das ist jetzt nicht so verkehrt. Allerdings gefangen bei Regenwetter. Relativ kühl und regnerischem Wetter auf Tauwurm, Käse und, wenn du möchtest, natürlich auch auf dem Krebsschwanz. Tja, wenn dir das Video geholfen hat und wenn du ein paar Barben gefangen hast, dann lass doch den Daumen nach oben da. Und ja, mich würde interessieren, ob du vielleicht auch die Trophy gefangen hast. Schreib doch mal unten in die Kommentare rein, wie groß deine größte Barbe hier war. Und ich angel hier weiter und hoffe immer noch auf meine Trophy. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder auf Twitch im Livestream. Bis dahin. Tschüss. Auf dem Krebsschwanz. Eine Barbe. What? Immerhin? 4 Kilo. Aber Krebsschwanz. Jetzt aber. Tschüss.